Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen im Jahre 2019. Ja, ein erstes Video heute von mir zum Thema Spindeln, eines Profispindelmähers. Mein John Deere 2500 ist Baujahr 2004, das heißt, der ist schon gute 14 Jahre alt, hat 2300 Betriebsstunden mittlerweile hinter sich. Ich habe Spindeleinheiten hierzu bekommen, die von einem anderen Mäher stammen. Es kann sein, dass diese Spindeleinheiten noch wesentlich mehr Betriebsstunden hinter sich haben. Und ich vermute, dass diese Spindeleinheit niemals richtig gewartet wurde. Die sieht ziemlich verschlissen aus. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Lagerung top ist, dass die Kugellager spielfrei sind, damit die Spindel wirklich exakt und mit konstantem Abstand über dem Untermesser läuft. Das werde ich euch alles heute mal zeigen. Bleibt dran, viel Spaß mit dem Video. Technik, Spindelmäher, yes! Fusch! Fusch, noch Grasschnitt drin. Good Freaks! So, jetzt schraube ich hier die Spindeleinheit ab. Das geht bei diesen Profimähern relativ einfach. Man nimmt hier diesen Hydraulikmotor ab, zwei Schrauben, zwei Muttern, ein paar Umdrehungen und dann ist schon so ein Motor ab. Dann hakt man den so raus und zieht ihn vorsichtig aus dem Antrieb raus. Da ist einfach so eine, kann man das sehen hier, genau, da ist hier so ein Vielzahn drin. Und dieser Vielzahn geht in eine Buchse rein. Und das ist schon alles. Das nächste ist hier einen Splint zu lösen. Den steckt man hier oben rein und dann kann man die Einheit... Scheiße. Ja, und hinten noch die Kette abmachen. Vorführeffekt. Und hinten noch die Kette abmachen. So, und dann kann man die Spindeleinheit hier rausziehen. Ja, so sieht eine Spindeleinheit aus. Das ist halt hier, das ist die Aufhängung. Der Zapfen geht hier in ein Rohr rein. Und durch diese Aufhängung hier kann die Spindel dann die verschiedenen Bodenunebenheiten ausgleichen. Ich mache jetzt hier noch die Bügel ab, wo vorne der Korb dran hing. Gut, aber jetzt kann ich mal so eine Spindel angucken. Legen wir sie mal hier dagegen. Wir haben eine hintere Laufrolle. Wir haben eine vordere Laufrolle. Wir haben die Spindel selber und wir haben hier das Untermesser. Jetzt gucken wir mal nach dem Schnitt. Ja, ich nehme immer hier normales Office Druckerpapier 80 Gramm, um die Spindeln zu prüfen. Andere nehmen Zeitungspapier. Ich finde dieses Druckerpapier 80 Gramm eigentlich super und damit checken wir jetzt die Spindel. Fangen wir hier seitlich an. Handschuhe. Okay. So, und dann, da sieht man schon, dass diese Spindel schon wieder überhaupt nicht mehr schneidet. Es ist zum Mäusemelken. Hier schneidet sie. Zack. Ja, toll. Aber auch nicht jedes Messer. Na, manche. Der schneidet sie nicht. Also das ist der Wahnsinn. Ja, Freaks, das ist das Problem bei diesen Spindeleinheiten, dass die irgendwann nicht mehr schneiden. Irgendwann sich der Abstand zwischen der Spindel und dem Untermesser verändert hat. Ich verstehe nicht, warum das hier immer wieder sich verändert bei dieser Spindel. Das ist hier mein Sorgenkind, die kleine Spindel. Und deswegen vermute ich jetzt mal, die Lagerung ist ausgelutscht, das heißt, wir haben Spiel in der Lagerung. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann muss das Untermesser neu, es kostet ungefähr 80, 90 Euro.
neues Untermesser und da muss diese Spindel, diese 11-Messer-Spindel nochmal sauber beim Profi geschliffen werden, dass sie wirklich wieder komplett zylindrisch ist und dann sollte das wirklich alles wieder funktionieren. An sich ist diese Technik unglaublich robust. Diese Rasenmäher mähen jeden Tag mehrere Stunden die ganzen Grüns und das heißt, eigentlich sollten die sich so schnell nicht verstellen. Gerade bei meinem häuslichen Gebrauch hier, die paar Stunden, die ich schon gemäht habe, darf das eigentlich nicht sein, dass diese Spindel immer wieder sich verstellt. Da ist der Bock drin und ich denke mal, es ist die Lagerung und die bauen wir jetzt aus. Diese Spindeln sind richtig, richtig schwer. Ich habe die immer noch nicht gewogen. Ich werde die jetzt mal wiegen. Tja, schätzt mal, was das wiegt. 41 Kilo. Also 40,6 Kilo. 40,6 Kilo wiegt so eine Spindeleinheit. 40 Kilo. Boah, das wusste ich auch noch nicht. Hier sieht man noch mal sehr schön den Zapfen, die Buchse für die Verzahnung hier von dem Hydraulikmotor. Die darf man nicht verlieren, die kann rausfallen, also muss sie jetzt sauber weggelegt werden. Ja, man sieht hier an den Verschleißspuren, wie intensiv diese Spindeln benutzt wurden oder werden. Richtig solide gebaut, die Dinger. Und das ist das Schöne an so Profigeräten. Klar, also so ein neuer Mäher, so ein John Deere Triplex Greensmäher, so ein Aufsitzmäher für Grünflächen, kostet so locker um die 30.000 Euro. Wenn ich so eine Maschine natürlich dann für 5.000 Euro kaufe, dann ist die natürlich am Ende. Aber erstaunlicherweise funktioniert auch so eine alte Maschine noch wahnsinnig gut. So, jetzt muss diese Einheit hier raus. Ist aufgeschlagen. Oh, das sieht relativ gut aus. Das sieht ja noch relativ gut aus. Da kann man nicht meckern. Ja, vielleicht kurz erklärt, die Technik, die man jetzt hier so sieht. Also hier, wie sie jetzt hoffentlich jeder kennt, die Spindel. Das ist die Spindel. 11-Messer-Spindel. Eine enge Abstände. Das Gras darf nicht so lang wachsen, sonst kann das die Spindel nicht mehr aufnehmen. Ja, hier sieht man die massive Aufnahme für das Untermesser. Hier an diesem Metallteil hängt unten das Untermesser dran. Und über diese beiden Verstelleinheiten wird halt diese Untermessereinheit an die Spindel herangeschraubt. Dann haben wir hier noch die Bürste, um die hintere Rolle vom Grasschnitt zu befreien. Die habe ich jetzt außer Kraft gesetzt. Ich habe hier ein Zahnrad ausgebaut. Gut, also hier unter sind Stirnräder, die von der Antriebswelle der Spindel die Drehbewegung der Spindel auf diese Bürste übertragen. So. Ja, hier sieht man das schön. Das ist hier das Antriebsrad, das direkt auf der Welle von der Spindel sitzt. Hier sitzt normalerweise ein Ritzel drauf und überträgt dann die Drehbewegung auf die Bürste. Und die Spindel läuft so rum und dann dreht die Bürste auch so rum und bürstet hier hinten das Gras runter. Ich muss jetzt hier diese Zwischenplatte runternehmen. Dazu muss ich jetzt hier das Zahnrad runternehmen, schön vorsichtig. Hier. Jetzt habe ich das Untermesser von der Spindel weggenommen. Jetzt dreht die Spindel ganz frei. Und jetzt schrauben wir hier die Lagereinheit ab. Gut. Oh. Oh. Das erscheint mir relativ einfach zu sein. Cool. Da ist es. Da ist die Lagereinheit.
Die ist noch niemals gewechselt worden. Boah, Korrosion. Ich habe mich jetzt doch noch entschieden, die Untermessereinheit auszubauen, um dann auch die Spindel komplett entnehmen zu können. Das machen wir jetzt noch schnell. So. Zwei Tellerfedern. Interessant. Gut. Da ist die Untermessereinheit. Das ist das berühmte Untermesser. Und wenn mir einer erzählt, dass dieses Untermesser erneuert wurde, ich könnte ihn echt schlagen. Natürlich ist es kein neues Untermesser, das ist schon so abgenutzt. Das Untermesser ist hier runtergeschraubt und mir wurde verkauft, als ich meinen Rasenmäher gekauft habe, wurde mir verkauft, dass dieses Untermesser neu ist, also erneuert wurde. Wenn man eine Spindeleinheit schleift, dann muss man das Untermesser erneuern. Das ist die robusteste und sicherste Lösung. Man muss das Untermesser ausbauen und überschleifen, aber an den Kanten sieht man, dass das überhaupt noch nie gemacht wurde. Dieses Untermesser ist uralt, das ist wahrscheinlich noch niemals gewechselt worden. Ja, dann kann das ja auch nicht richtig funktionieren, wenn das so verschlissen ist. Da kommt jetzt ein neues Untermesser rauf, dann wird die Spindel einmal übergedreht und dann wird das hier eine ganz andere Schnittnummer werden. Ich bin so heiß. Yeah! Operation geglückt. Da ist sie. Die Spindeleinheit. Geil. Geil, echt. Wow. Oh, die sieht noch gut aus. Ich habe mich entschieden, jetzt doch alle drei Spindeln auseinanderzubauen und das Teil komplett bis aufs Gehäuse zu zerlegen. Das heißt, ich will jetzt hier diesen Rahmen noch komplett rausschrauben und ihn dann zum Lackieren bringen. Wir machen jetzt mal Rambazamba. Hier habe ich das Gehäuse jetzt zerlegt. Ich habe sogar hier schon den Ring rausgehauen. Da wieder reingehauen, reingepresst. Ich habe einen Pressversuch gemacht und habe hier eine schöne Scheibe, die jetzt genau sauber da reinpasst. So, mal schön mit dem Kunststoff. Das wieder rausschlagen, das Lager. So, hier, das ist die Lagerschale. Kann man nicht sehen, ne? Das ist die Lagerschale vom Kegelrollenlager. Diese beiden Teile müssen ersetzt werden. Man muss hier aus dem Lagersitz diese Lagerschale rausschlagen oder rauspressen. Natürlich noch besser. Entscheidend ist natürlich auch, dann diese Lagerschale wieder reinzupressen. Das ist nicht so ganz ohne. Das heißt, man muss hier jetzt, ich brauche jetzt hier einen entsprechenden Einpressdorn. Den werde ich mir jetzt aus diesem Metallteil drehen. Ein Einpressdorn, um dann später die neuen Lagerschalen wieder in den Lagersitz reinzupressen. Das Ding muss ich erneuern. Hier ist dieser eine Haken, diese eine Halterung abgebrochen. Hier, das ist auch locker. Der hat ja auch schon richtig Spiel. Da ist ein Bolzen drin. Und den erneuern wir jetzt. Die sehr schöne, einfache und geniale zentrale Aufhängung von John Deere. Ja, die wird halt so vorwärts gezogen und ist dadurch total flexibel gelagert und die Spindel kann sich wunderbar den Bodenverhältnissen anpassen. Massive Verschleißerscheinungen. Zack. Hier ist ein Schmiernippel. Das Fett wird hier in die Lagerschale reingepresst und wird über
diese Rillen dann hier um die Kugel verteilt. Da ist jetzt hier ein Bolzen drin und den hauen wir jetzt mal raus. Gerade eben. Man sieht jetzt schon, wie hier dieses Loch ausgearbeitet ist. Es ist deutlich größer. Da passt eigentlich schon so ein Stift rein. Das machen wir auch. Jetzt bohren wir hier. Jetzt bohren wir den auf. So gut, dann machen wir jetzt hier den Bügel ab. Den will ich auch lackieren lassen. Ja, es hat geklappt. Ich habe das jetzt auf 5 aufgebohrt und dann ging auch der Passstift rein. Der ist jetzt reingeschlagen. Bombenfest, die Kugel bewegt sich nichts mehr. Wir schrauben jetzt hier die restlichen Sachen noch ab. Fertig. Damit haben wir eine Profispindel komplett zerlegt, bis auf das nackte Gehäuse. Einige Sachen entdeckt, die mich ziemlich ärgern, dass eben kein neues Untermesser von diesem Händler raufgesetzt wurde. Das ist schon echt eine Schweinerei, dass mir verkauft wird, da kommt ein neues Untermesser rauf und wir machen ihnen diese Spindeln richtig schön fertig. Die werden übergeschliffen und dann machen wir ein neues Untermesser. Und dann findest du nach 2 Jahren ein Untermesser, das völlig verschlissen ist. Unfassbar. Das finde ich schon ziemlich übel. Also ja, das ist das Thema Gebrauchtkauf. Ich bin kein Freund von Gebrauchtkäufen. Ich kaufe tatsächlich lieber neue Produkte, neue Bauteile. Aber man kann natürlich nicht für so ein Hobby 30.000 Euro für einen neuen Mäher ausgeben. Da musste ich dann den Kompromiss machen, ein altes, gebrauchtes Teil zu kaufen. Da steckt man jetzt ein bisschen viel Arbeit rein. Das macht aber auch viel Spaß, an diesen Sachen rumzubasteln. Ich hoffe sehr, dass am Ende da ein Top-Schnittergebnis bei rauskommt, dass die Spindel am Ende wieder top schneidet und auch stabil bleibt. Nicht ständig sie wieder verstellt, sondern einfach mal eingestellt, eine ganze Saison durchmäht. Normalerweise müssen diese Maschinen das locker wegstecken, hier bei meinen 15 Minuten, dreimal die Woche. Ich bin mal jetzt gespannt, wie die anderen Spindeln aussehen, ob das auch da der Fall ist. Die beiden schneiden ein bisschen besser, vielleicht sieht das Untermesser da noch ein bisschen besser aus. Vorne links war sicher das Sorgenkind, das absolute Sorgenkind, das ich hier habe. Aber das ist eine robuste Technik, das ist Metall. Das ist alles leicht zu reparieren, da kann man aufschweißen, da kann man schleifen, da kann man drehen, da kann man fräsen, da kann man Sand strahlen, da kann man lackieren und am Ende sieht das Ding hoffentlich wieder wie neu aus. Ja, soweit mein erstes Video 2019 zum Thema Profimäherspindel. Vielen Dank fürs Zuschauen, cool, dass ihr das euch angetan habt hier in meinem Video. Bleibt dran, abonniert mich, freut mich sehr, wenn ihr das tut. Ja, und dann gibt es irgendwann den zweiten Teil. Das wird jetzt einige Wochen dauern, bis ich die ganzen Ersatzteile bestellt habe, bis ich die ganzen gesandstrahlten und lackierten Teile zurückbekommen habe. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächsten Videos und auf die nächsten Kommentare von euch. Bis denn, euer Rasenfreak Andreas Kraus. Tschüss.